Gut gemacht! Das durften sich die besten Azubis am 27. Oktober in der Johanneskirche in Magdeburg aufs Kuvert schreiben. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg veranstaltete bereits zum 27. Mal ihre Bestenehrung. Eingeleitet wurde die Feier durch die Geschäftsführerin des IHK-Bereichs Berufsbildung, Stefanie Klemmt. Wir ehren heute die Prüfungsbesten in dem jeweiligen Ausbildungsberuf. Wir verkünden heute den Bildungspreis für besonderes Engagement in der Aus- und Weiterbildung für unsere Ausbildungsunternehmen. Und wir ehren den ersten Platz für ein IHK-Azubi-Projekt Energiescout. Im Anschluss richtete Vizepräsidentin Claudia Meffert noch einige Worte an die Absolventen, bevor es mit der Ehrung losging. Ausgezeichnet wurden alle Azubis aus dem Kammerbezirk Magdeburg, welche die Abschlussprüfung mindestens mit gut abgeschlossen haben und die Besten ihres Fachs waren. Hier zeigte sich die ganze Vielfalt der Ausbildungsberufe. So standen unter anderem die Besten aus den Lehrberufen Verkäufer, Werkzeugmechaniker oder Mediengestalter für Bild und Ton auf der Bühne. Jeder von ihnen bekam anlässlich seiner besonderen Leistung eine Ehrenurkunde überreicht. Doch es gibt auch noch einen Allerbesten. In diesem Jahr war es der Industriemechaniker Philipp Jordan von der Felswerke GmbH Kalkwerk Rübeland in Oberharz am Brocken. Der Auszubildende schloss mit 98,34 Punkten seine Prüfung ab. Für die Besten gilt es nun, den nächsten Schritt in ihrer beruflichen Karriere zu tun. Rückblickend ist ihnen klar, wer in seinem Fach erfolgreich sein will, der muss gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen. Im Prinzip, man muss schon mal mitbringen, dass man Spaß an dem Job hat, den man macht, sag ich mal. Dann fällt einem vieles auch schon zu. Man will ja denn auch lernen, worum es geht. Na, als erstes auf jeden Fall Interesse, weil ohne Interesse kann man nichts lernen. Und darüber hinaus, man sollte nicht alles auf die leichte Schulter nehmen und frühzeitig anfangen, sich vorzubereiten, und dann wird das auch. Im Anschluss wurde der IHK-Bildungspreis für Unternehmen verliehen, die sich in besonderer Art und Weise für die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter engagieren. Dieses Jahr war unter den Gewinnern das Unternehmen Selectline. Hier werden unter anderem Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und Systemintegration ausgebildet. Den IHK-Bildungspreis gab es, weil die Azubis in ein besonders soziales Umfeld integriert werden. Ja, das Besondere bei Selectline sind die Menschen, die dort arbeiten. Das heißt, wir sind ein sehr soziales Unternehmen, wir machen sehr viel zusammen. Die Ausbildung ist sehr praxisnah bei uns, das heißt, es gibt eine kurze Einarbeitungsphase und dann kommt man sofort in die Teams rein, wo man dann auch aktiv mitarbeitet und so nach und nach rangeführt wird und wirklich sofort in der Gruppe drin ist. Zu guter Letzt wurde die Auszeichnung der besten Energiescouts des Jahres vergeben. Das Energiescout-Projekt gibt es bereits seit 2014 bundesweit und wurde dieses Jahr erstmalig von der IHK Magdeburg angeboten. In diesem Projekt sollen Azubis in ihre Unternehmen gehen und erforschen, welches Energiesparpotenzial es dort gibt. Der Preis ging hier an zwei Auszubildende der DVG Gesundkostwerk Deutschland GmbH. Sie ermittelten ein Verfahren, bei dem es möglich wäre, die Beheizung der Mehlsilos an die Umgebungstemperatur zu koppeln. Somit können die Energiekosten um bis zu 50% gesenkt werden. Als letztes ging es zum obligatorischen Gruppenfoto. Für die Besten ist klar, sie haben jetzt die besten Voraussetzungen für eine beruflich erfolgreiche Zukunft.